Hallo meine verehrten Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Abend hier heute auf YouTube bei Mr. Playgame. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, zum Let's Play Finsbach. Ja, meine Freunde, wir haben wieder ein Mäppchen umgebaut und ja, so sieht das Ganze aus. Es ist ein Hof, den besitzen wir auch in echt, ehrlich gesagt. Ein Kleinbetrieb. Gehört auch mit zur Familie und ja, ist ein ganz bisschen anders aufgebaut eigentlich. Zum Beispiel, ja, mit der Scheune, das passt nicht alles ganz genau so. Das war die einzige Scheune, die halbwegs genauso aussah. Eigentlich gibt es hier auch keinen Unterstand dran, deswegen haben wir den eigentlich auch nicht. Der gehört einfach mit zum Sägewerk und so lassen wir es dann halt einfach gut sein. Gut, wir fahren einen wunderschönen John Deere 6410. Wir haben eigentlich einen 6310, aber es gibt ja keinen 6410. Es gibt schon einen 6410. Aber ich finde, der sieht einfach nicht so gut aus. Deswegen nehmen wir halt den 6410 einfach. Ja, Acker ist soweit alles bestellt. Sogar kurz vor der Ernte. Wir fahren jetzt mal Spritzen. Fleißig, ja. Und ja, alles weitere werdet ihr dann so im Let's Play kennenlernen halt. Wir machen noch so ein paar Sachen nebenbei. Auch mal eine Sache, die haben wir noch nie gemacht. Die werden wir, wollten wir auf Franken eigentlich immer machen, aber haben wir irgendwie nie so wirklich geschafft. Verrate ich jetzt aber noch nichts. Das werdet ihr dann sehen. Das Let's Play wird ja natürlich, wie ihr jetzt schon oben im Titel gesehen habt, genauso heißen wie damals Franken, weil Stadtmacher läuft ja trotzdem nebenbei weiter. Und das ist halt so ein Neben-Let's Play. Wir haben ja auch nur einen kleinen 20-Hektar-Betrieb und all sowas und ja. Ne, ganz normal wieder. Ich nehme euch mit nach Winsbach, wie damals es auch so ähnlich in Franken war. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mit der Spritze rumkommen. Passt ja. Super. So. Huh. Das hat ja schon mal geklappt. Gut. Dann fahren wir hier mal ran. Mal gewöhnen, weil ich habe mir nämlich. Ah, ich muss ja zugestehen, ich wollte es mir eigentlich nicht mehr holen, aber ich habe mir doch nochmal das LS-Lenkrad-Pack geholt von Seitec, beziehungsweise Logitech ist es ja mittlerweile. Ja. Bisher läuft alles tadellos. Ich bin mal gespannt, wie lange halt, ne? Kein Screenshot mal machen. Für die erste Folge natürlich, ne? So. Machen wir mal die Tür zu. Immer wenn dieses Handy immer abends bimmelt, ey. So. Dann düsen wir mal los. Ihr werdet jetzt schon ein bisschen Ackerland sehen. Noch nicht alles. Also wir haben ein Pachtland. Das werden wir mal in den nächsten Folgen uns anschauen. Das gehört mit zu der Forst, weil wir sind auch im in der Forst mit drinne sitzen war und ja, deswegen. Aber wie gesagt, das werdet ihr die Tage kennenlernen, ne? Wir haben noch zwei Wiesen, die haben wir als Ausgleichsflächen nur noch hier rechts zum Beispiel hier vorne. Da müssen wir dann mal, wenn wir dann wieder den Weizen für nächstes Jahr eindrillen, nochmal ein paar Grashalme hier drauf knallen, weil hier hatten sie nämlich Internetkabel verlegt gehabt und ja, deswegen ist hier noch alles aufgebaggert und dann müssen wir dann mal so ein bisschen wieder nachhelfen, ne? So ist das halt einfach, ne? Ja, diesmal ist echt ein Kleinbetrieb und ich habe mich so auf den Johnny hier gefreut und dann dachte ich mir, mit denen müssen wir einfach mal wieder ein Let's Play machen oder müssen wir mal ein Let's Play machen. Ich finde das sowieso schön mit den Pflegereifen, sieht ja auch so süß aus und ach, einfach herrlich. Ja, falls für die Leute, die es mal wieder interessiert, es werden wahrscheinlich eh wieder Leute nachfragen, was habt ihr denn für ein 6310? Und dann so mal die 101 PS Maschine, ja. Oh, hier ist er jetzt noch nicht so weit. Sonst ist er überall schon reif. Naja, das war jetzt ein bisschen falsch hier gerade, ne? Da wollte ich eigentlich rein. Genau. Oh, ihr seht ja schon den ersten Schlag, ne? So klein sind sie gar nicht.
Fahrgassenschaltung, das hat leider nicht so geklappt, wie ich das wollte. Da müssen wir nochmal so ein bisschen gucken, dass das nächste Mal ein bisschen besser klappt, ne? Aber einmal ist auch nicht ganz so schlimm, wenn es mal einmal nicht klappt, ne? Was mache ich denn hier? Kriegen wir alles irgendwie hin. Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich hab's schon wieder vergessen. Achso, unser 6310. Ja, hat auch kein Fronthubwerk und keine Frontzapfwelle. Hat auch einen ganz normalen Aufhängerbock, nur vorne dran, wie er hier auch. Für die Koffergewichte. Und haben Power Quad Plus Getriebe. Für die Leute, die sich mit diesen Getriebevarianten nicht so auskennen von Johnny, das Power Quad Plus Getriebe ist auch ein ganz normales, ich zeig das mal ganz kurz, hat auch eine ganz normale Wendeschaltung, wie dieser Schlepper auch, hat aber hier für die Gänge der untere Hebel, der ganz untere Hebel, gelbe Hebel, orangen Hebel, ist ja Standgas, Handgas, darüber der Hebel sind die Lastschaltstufen, die vier Stück, und darüber der Hebel, in der Stellung, wie der gerade steht, ist er in der Parksperrung, das ist sowas ähnliches wie eine Handbremse, aber das kannst du nicht wirklich an steilen Bergen anziehen, oder sollte man zumindest nicht machen, dafür sollte man die richtige Handbremse anziehen, die ist da unten, ne? Und ansonsten, wenn du links rum bewegst, neutral, und hat er A, B, C, D, E, F Gänge, das sind die ganz normalen Gänge, halt, ja, die Lastschaltstufen kann man ja ohne zu kuppeln schalten, und bei dem Power Quad Plus Getriebe ist es so, der hat der für alles ein Hebel, der hat da quasi nur noch die Wendeschaltung vorne, ganz mal den Handgashebel, und dann in der Mitte diese zwei Hebel, also Lastschaltstufen, der normalen Ganghebel, die fallen weg. Da gibt es nur noch einen Ganghebel, auch wo A, B, C, D, E, F draufsteht. Und an den Gangschalthebel sind zwei kleine Schalter dran, mit denen du die Lastschaltstufen schalten kannst. Einfach so. Dann braucht man da keinen zweiten Hebel mehr für. Echt schön. Bin froh, dass wir den damals so gekauft haben. Alles andere hätte ich auch scheiße gefunden. Weil das ist ja blöd, wenn er zwei solche Hebel hat. Quatsch, das ist ja reiner Quatsch. Tja. Aber naja. Wie gesagt, hier kommt ja nicht immer was von dem Let's Play hier. Wird ab und zu mal ein Völkchen kommen, wenn es mal gerade was zu tun gibt. Ne? Kann auch mal sein, dass zwei, drei Tage hintereinander, also jeden zweiten Tag noch mit einem Video zu erscheint, zu normal, also wenn es mal statt machen läuft, natürlich wie immer weiter. Ne? Wenn nicht gerade irgendwas mal ist und es ausfällt eine Woche oder so. Aber ansonsten kommt es ja, wie gesagt, jeden zweiten Tag, und ab und zu kommt dann halt hier noch ein Video dazwischen. Entweder einen Tag darauf oder vielleicht sogar noch am gleichen Tag. Ich versuche natürlich immer einen Tag darauf dann zu veröffentlichen, dass man halt ab und zu auch mal jeden Tag ein Video hat. Ne? Ist ja auch schön. Tja. So, hier könnten wir uns eigentlich. Ach, das sieht man scheiße, egal. Fahren wir halt einfach heute meine Außenperspektive und bewundern den schönen Johnny. Sehr schöner Schlepper übrigens. Robuster, kleiner, für damalige Verhältnisse günstiger Schlepper. Ne? Achso, und unser Baujahr 2000 für die Leute, die es auch noch interessiert. Ja. Hat jetzt 4000. Ah, warte, ich habe die Tage, glaube ich, ich habe die Tage jetzt schon die 4700 schon geknackt. Müsste er jetzt eigentlich schon haben. Ja, also, wie gesagt, der macht halt nicht viel, ne? Auch 20 Hektar auf dem Betrieb und, ja. Der Betrieb gehört eigentlich mein Onkel, der bewirtschaftet das komplett alleine. Der hat mit uns und so nichts am Hut, außer dass wir bei ihm dreschen. Aber ich bin ja halt so der Angestellte für unsere ganze Verwandtschaft. Ne? Ich turn auf jedem Betrieb rum, mache überall was halt. Ne? Und da ist halt der Johnny, hat sich so auch in mein Herz eingeschlossen. Ne? Natürlich als allererstes kommt der IRC, aber an zweiter Stelle kommt natürlich der Johnny. Auf jeden Fall. So, dann müssen wir da nochmal hochfahren. Das ist jetzt ein bisschen blöd geworden, aber egal. Schlag ist halt nun mal so krumm und schief. Das wollte ich nicht. Können wir das jetzt auch nicht ändern. Ich muss sagen, ich habe das LS-Lenkrad echt so ein bisschen vermisst, aber ich kann jetzt davon sprechen für die Leute, die noch das allererste hat. Einer der allerersten hatten, wie ich auch damals. Mittlerweile ist nachgerüstet am Joystick unten das Gummi, ne, wie beim originalen Frontrider Joystick auch. Halt, dass da auch nicht so viel Schmutz und all sowas reinfällt, haben das wahrscheinlich nur nachgerüstet. Aber dieses Geipeln am Lenkrad, dass man das hoch und runter bewegen kann, ich weiß nicht, ob man es gerade mal hört. Ich halte mal das Mikrofon ein bisschen ran, vielleicht hört man das ja.
So, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Auf dem Mischpult hat zumindest nichts angezeigt. Vielleicht hört man es ja ganz leise. Hat man wahrscheinlich eh nicht gehört wegen den Treckergeräuschen. Auf jeden Fall geipelt das immer noch so wie die allerersten Räder und ja. Und ich hatte oben, wenn das Lenkrad in der ganz normalen Neutralstange steht, oben über der Hupe, hatte ich damals eine kleine Macke gehabt. Und die habe ich heute auch noch. Die ist bei dem neuen Lenkrad auch dabei. Von Anfang an gewesen. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Ja gut, beim genaueren Hintrachten könnte man auch sagen, dass es irgendwie ein Schnitt oder so ist zum Zusammenpressen, aber ja, man weiß es nicht, keine Ahnung. Man weiß es einfach nicht. So, klappen wir mal zu hier. Zack. Fegen die ja so dreckig, geht ja gar nicht. Wir können den ganzen Tag Fotos von dem machen, ey. Zuckersüß ist er einfach. So, dann fahren wir hier mal runter. Der Meister ist jetzt schon komplett ausgewachsen. Ich würde mal sagen, dann spritzen wir den halt nicht mehr. Dann haben wir da jetzt nicht so viel Ertrag halt dieses Jahr drauf. Aber das ist ja dann wirklich komplett total unlogisch, ne? Und so unlogisch wollen wir auch nicht spielen. Ne? Deswegen lassen wir ihn einfach mal da stehen. Das ist übrigens der, wo ihr gerade drauf guckt. Da oben, links, jetzt im Bild. Deiner Straßenseite. Das ist unser Mais. Ne, Quatsch, ich lüge. Das ist gar nicht unser Mais. Das ist noch ein weiter da hinten. Oder? Ja, ich bin gerade total orientierungslos. Jetzt seht ihr schon mal eine Sache. Und zwar arbeiten wir noch mit einem Landwirten zusammen. Teilen uns ein paar Maschinen wie den Schlägler. Oder das Kaki-Fass hier. Oder noch zwei Grober-Kombinationen hier stehen. Eine Kutsche im Egge. Noch ein Lemken. Gänseschargrober. Und all sowas. Ja, oder leihen Sie mal von ihm 4 Tonner oder so aus. Er hätte bis jetzt ja noch Schafe gehabt. Deswegen steht da der Schafstall, aber auch aufgegeben. Naja, irgendwann geht halt alles zugrunde, ne? Ja, und dann haben wir hier vorne unseren Mais stehen. Wo wir gerade drauf gucken. Dieses Jahr. Dann fahren wir erstmal zu Gästen, dann müssen wir doch nochmal gleich dahin fahren. Da war nämlich noch der andere Schlag, der Weizenschlag. So, auch noch spritzen. Dann müssen wir einmal hoch auf die ganz andere Seite. Einmal in die Rüben rein. Die müssen ja auch nochmal ein bisschen Dünger kriegen, ne? So. Ja, Hof kann ich euch dann auch nochmal zeigen, wenn wir wieder zu Hause sind. So, mal alle Maschinen. Guck mal, hier ist er schon fast reif. Genauer mal. Die meisten kennt ihr zwar eh, aber es gibt ja immer so neue Leute, die noch. Ja, die neu dabei sind und noch nicht halt alles gesehen haben, ne? Und auf diese muss man ja auch Rücksicht nehmen. Na, hier hat das erst geklappt mit der Fahrgassenschaltung und dann hat es auch wieder nicht mehr geklappt und ach. War irgendwie scheiße gewesen. Da müssen wir noch mal so ein bisschen nachhelfen dann. Tja. Ja, hier ist unser einziger diesjähriger Gerstenschlag. Wir machen das eigentlich so. Immer Mais, ein Schlag Gerste, ein Schlag Mais, ein Schlag Rüben, zwei Schläge Weizen. So versuchen wir das dann in einer Fruchtfolge hineinzubringen und ja. Kicken wir mal, ne? Aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Das sollte alles gar kein Problem sein. Hey, die Driller, die hat ja auch immer ein paar Aussetzer gehabt. Das ist irgendwie gar nicht schön geworden dieses Jahr. Leer. Ey, das ist wenigstens mal geil, ey. Endlich kriegen wir auch mal, ne, müssen wir mal öfters mal
Oh, geil. Jetzt mit Fahrgästen wäre es ja noch geiler gewesen. Ach Mann. Schade. Naja, dann kommen die Fahrgäste halt ab nächsten Jahr. Kriegen wir dann auch schon irgendwie hin. Wir müssen wir bald noch ein Fass holen, ne? Ach, das war die Bache. Ich dachte gerade, was rauschen jetzt hier so? Ich bin nämlich auch gerade drei Funkgeräte stehen. Ich dachte, hä? Ist das so leise gestellt, dass es jetzt. Hä? Was ist denn jetzt los? Naja, was wollte ich jetzt sagen? Toll, habe ich vergessen. Scheiße, ey. Achso, müssen wir ja vielleicht doch nochmal anfassen, dann wird das gar nicht reichen, ne? Dann wird das gar nicht reichen. In der Zeit kann ich euch ja mal kurz so alle Schläge zeigen. Jo, wir haben einmal hier die 40. Weizen, ne, wo wir gerade drauf waren. Dann hier die 30, da fahren wir gleich hin, da steht auch Weizen. Dann die 26, ja, hier unsere Gerste. Die 27, die, na, sag schnell, 47, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wer die Zahlen, ne, wo Mais drauf steht. Dann haben wir hier unten die 94, ja, und das war's schon. Ja, warte mal. 94, die 47, die 26, die 30, die 40. Hä? 1, 2, 3, 4. Doch, ja klar, 5. Ich dachte gerade, hä? Was hast du denn jetzt gemacht? Nee, passt alles gut. Ja, dann haben wir noch die 31er als Wiese und hier hinten noch die 93 als Wiese. Und das war's halt. Mehr Ackerland haben wir nicht. Aber das reicht da für uns auch vollkommen aus. So. Ist voll, ist voll. Haben wir da jetzt nochmal 200 Liter drin? Ja, könnte auf jeden Fall knapp werden, ey. So, was haben wir jetzt gemacht? Sind wir jetzt in die Tanne reingerauscht? Oh. Scheiße. Ach du Kacke, ey. So, jetzt. So wollte ich eigentlich fahren. Tja. Wenn wir da mit einem durch sind, dann können wir ja wieder die Pflegeräder umbauen. Und, ja. Dann geht es ja schon bald in die Ernte. Das wird dann auch in den nächsten paar Tagen passieren. So. Und dann haben wir es doch, ne? So, wo waren wir denn jetzt hier stehen geblieben? Also da müssen wir auf jeden Fall noch einmal rein. Ne? Genau. Ansonsten sind wir jetzt nochmal komplett bis zum Ende hingekommen. Ich hätte das jetzt schon wieder vergessen gehabt, ey. Kacke. Ich glaube, wir sind erst hier reingefahren. Genau, hier waren wir drin. Jo, hat doch noch geklappt. Na, dann kriegen wir es vielleicht doch noch mit. Mit dem Fass hin. Dann ist es wenigstens weg bis zur Ernte. Auch nicht schlecht. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, wenn wir dann noch ab nächstes Jahr die andere Fläche, wo jetzt der Mais drauf steht, mitspritzen müssen, dann müssen wir halt immer zwei Fässer kaufen. Ja. Dann wird immer eins halb voll bleiben. Das ist ein bisschen doof. Aber können wir auch nicht ändern. Bringt ja alles nichts, ne? Bringt ja alles nichts.
Ja, der eine Tankzapfsäule habt ihr auch schon gesehen. Der graue große Tank da draußen, das ist unsere Tankzapfsäule, die ist auch noch im Betrieb. Gehen 5000 Liter rein, damit kommen wir über ein Jahr hin. Das ist alles gar kein Problem. So, jetzt bin ich voll ins Mikro geflogen. Ja, das Problem ist, dass LS-Lenker, das ist alles jetzt ein bisschen größer, dimensionaler geworden. Und ich muss jetzt hier, glaube ich, noch mal so ein bisschen, ja, mit dem Mikrofon romantieren, dass das irgendwie alles klappt. Was ist das denn jetzt hier? Ah, jetzt gut. So. Dass das alles dann auch noch so wirklich hinhaut, ne? Jetzt ist das echt ganz schön kurz. Also ich sitze gefühlt 10 Meter vom Mikrofon weg. Ich hoffe, das passt jetzt alles mit den Aufnahmen. Ah, jetzt keine 10 Meter, ne? Aber sind schon 40 Zentimeter. 30. Und ich habe mir eigentlich das Mikrofon so eingestellt auf dem Mischpult. Ich habe es jetzt ein bisschen lauter gedreht. Dass ich halt so 10 Zentimeter vom Mikrofon eigentlich nur wegsitze. Ja. Naja, müssen wir mal gucken. Was steht denn hier drauf? Klee? Nee, was ist das? Das ist Raps? Na gut, kann auch hinkommen. Sieht auf jeden Fall schön aus. Schöne Textur geworden. Ja, heute ist auch der erste Screenshot vom LS19 erschienen, ne? Alter Vater, da habe ich mir mal so im Hintergrund erstmal scheiß Fendrescher erstmal gleich ausgeblendet, aber dann mal so die Texturen angeguckt, ne? Gerade so vorne, wenn du gleich vorne rein suchst, komplett das Gras mal angeguckt. Das ist, es ist schon was Besonderes. Also es sind sehr schöne Fototexturen geworden, wenn das jetzt auch wirklich so im Spiel dann aussieht. Das ist ja ein Spiele-Screenshot, aber wenn es auch wirklich jetzt so bis zum Ende bleibt, Halleluja! Der werden, glaube ich, einige Rechner mit zu kämpfen haben. Ich kann mir vorstellen, der gute Torm, der hat ja schon einen richtig guten, leistungsstarken Rechner. Weil ich glaube, der wird dann auch so an seine Grenzen kommen. Schöne Grüße, Torm, an dich. Wir müssen was mit deinem Rechner, glaube ich, machen.